Ask the Expert, heute mit Jan von Jimdo. Jan, du leitest ja bei uns alle Sachen, die mit dem Thema AI zusammenhängen, und das sind richtig viele Sachen. Wie kann denn ein Selbstständiger heute auf das Thema AI für sich und sein Business gucken? Ja, AI ist jeden Tag irgendwo in den Nachrichten. Wir hören die ganze Zeit davon. Ein Riesenbereich, aber ehrlich gesagt, um es einzusetzen, ist es gar nicht so groß. Man kann sich AI vorstellen, besonders generative AI, als ein Team, was mit wenigen Mausklicks dir komplett zur Verfügung steht. Texte schreiben, Bilder erstellen, dein Business analysieren, dir Feedback geben, Marktrecherche. Das ist ja total cool. Ich selber glaube auch, dass eigentlich ein Segment, das am meisten von AI schon heute profitiert, sind die Selbstständigen. Aber kannst du mal ein paar Empfehlungen für Tools geben, was man so nutzen könnte, um eben zu diesem Team zu kommen, das du gerade beschreibst? Ja, natürlich steht für mich an Nummer 1 ChatGPT. Der Einsatzbereich ist riesengroß, aber je nachdem, welchen Bereich man braucht, Marketing. Gibt es Tools wie Canva, um Marketing-Materialien herzustellen, oder wie Jasper, um Marketing-Texte zu erstellen, E-Mails zu erstellen, Social-Media-Posts zu erstellen. Und dann gibt es natürlich ganz viele spezialisierte Tools für Grammatik, zum Beispiel Grammarly. Cool. Und wenn ich diese Tools benutze, was muss ich dabei denn auch beachten? Sicherheit ist ja ein Riesenthema. Ja, vor allem Datensicherheit kommt immer wieder auf mit KI. Und es gibt jede Menge kostenlose Tools. Und diese Tools werden deine Daten verwenden, um weiter die KI zu verbessern. Hier sollte man einfach vorsichtig sein, welche Daten man teilt. Und sobald man irgendwie sensible Daten teilt, empfiehlt es sich immer, ein Bezahlprodukt zu benutzen, weil diese dann die Möglichkeit bieten, dass die Daten von dem Trainieren ausgeschlossen sind. Cool. Und wie näher ich mit diesem ganzen Thema denn an? Nehme ich einfach so ein Tool und probiere das aus? Oder? Ja, es ist genauso einfach, wie es sich anhört. ChatGPT würde ich immer als Anfang benutzen, rumprobieren, Erfahrungen sammeln. Und online gibt es jede Menge Tutorials, sei es als Blogpost oder auf YouTube. Danke, Jan. Und in den nächsten Videos teilst du ja deine ganz konkreten Tipps. Wenn ihr die hören wollt, dann folgt gerne. Tipp 1. Also ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, und da geht es darum, dass 5 unterschiedliche Kunden sich deine Webseite angucken und Feedback dazu geben. Was funktioniert gut, was funktioniert nicht? Hier ist das Beispiel. Gehe auf meine Webseite matthiashenze.com, um zu verstehen, was ich überhaupt mache. Das ist super wichtig. Ansonsten versteht es nicht, was ihr tut und welches Business ihr habt, und gibt einfach nur generelle Antworten. Dann geht's weiter mit der Aufgabe. Sei 5 potenzielle Kunden mit unterschiedlichen Charakteren und erzähl mir deinen Eindruck von der Webseite und hilf mir, sie zu verbessern. Generell kommt deine Webseite gut und professionell an. Allerdings würde eine FAQ-Seite helfen, um generelle Fragen zu beantworten. Mehr interaktive Elemente, um das ganze Erlebnis ein bisschen interaktiver zu gestalten. Oder auch die Inhalte weiter zu spezifizieren, ergänzen, um detaillierte Fallstudien zum Beispiel für Solo-Selbstständige, um branchenspezifische Tipps zu ermöglichen. Tipp 2. Heute habe ich das Beispiel Social-Media-Post-Erstellung mitgebracht. Sei ein Social-Media-Spezialist, erstelle mir 3 Instagram-Posts. Aber jetzt weiß ChatGPT noch nicht, wer ich bin und was ich tue. Deshalb sage ich, geh auf meine Webseite und verstehe, was ich mache. Pack meinen Link da rein. Und dann möchte ich aber auch wissen, warum wurde das so geschrieben. Also erklär mir, wieso mir die Posts helfen, mehr Kunden zu erreichen. Lass uns hier einmal drauf gucken. Es erzählt einmal, wer du bist, Gründer, CEO von Jimdo. Es versteht deinen Kontext. Und dann der erste Post, erfolgreich durch Selbstständigkeit. Es gibt einen Bildvorschlag und einen Text. Selbstständigkeit in 60 Sekunden. Die Videos, die du immer wieder auf diesem Kanal postest. Der zweite Post, frag Matze. Ein weiteres Angebot, was du auf deiner Webseite hast. Hier sieht man, wie spezifisch die Angebote für Social Media sein können und wie schnell man doch zur ersten Post kommen kann. Tipp 3. Ich habe dir heute ein Beispiel mitgebracht, um zu verstehen, welche Trends in deinem Bereich gerade los sind, wie du dein Unternehmen weiterentwickeln kannst. Hier ist das Beispiel. Analysiere meine Webseite, sei Marktforscherin und hilf mir zu verstehen, was derzeitige Trends sind und wie ich sie für mein Unternehmen verwenden kann. Hier ist es. Deine Webseite bietet klare professionelle Präsentationen. ChatGPT versteht, wer du bist und was du machst. Personalisierung, interaktive Inhalte, Community Building, fördere den Austausch innerhalb von Solo-Selbstständigen oder digitale Tools. Entwickle und integriere digitale Werkzeuge für Solo-Selbstständige. Tipp Nummer 4. Ich habe heute ein Beispiel mitgebracht, wie man ganz einfach E-Mails schreibt, die man immer und immer wieder verschicken muss. Lass uns auf das Beispiel gucken. Eine Anmeldungs-E-Mail für Jimdo nach erfolgreicher Anmeldung. Hier ist die Willkommens-E-Mail. Willkommen bei Jimdo. Starte dein Online-Business jetzt. Webseite erstellen, Domain sichern, SEO-Tools. Personalisierter Text, genau auf dem, was wir machen, sekundenschnell. Tipp Nummer 5. Heute geht es um SEO.
immer super schwierig, nicht mehr mit ChatGPT. Wir machen eine Analyse von deiner Webseite und gucken, welche Texte wie optimiert werden können. Lass uns in das Beispiel gucken. Ich möchte, dass die Texte optimiert werden, aber gleichzeitig möchte ich verstehen, was passiert. Deshalb steht in dem Snippet, erkläre, was und warum du es so geschrieben hast. Hier gibt es Beispiele für, wie beschreibe ich meinen Titel. Matthias Henze, Experte für Selbstständige und CEO von Jimdo. Die Erklärung dafür ist Erstellung prägnanter Beschreibung und Seitentitel, die die Klickrate erhöhen. Hier gibt es Tipp nach Tipp nach Tipp, sodass du genau verfolgen kannst, warum es dir hilft und wie du es anwenden kannst. Tipp Nummer 6. Heute geht es um Produktbeschreibung. Und weißt du was? Wir fangen nicht mit Text an, wir fangen mit einem Bild an. Cool. Du kannst einfach in diesem Beispiel dein Bild hochladen vom Produkt. Wir haben hier eine grüne Couch. Und dann sagen wir, sei eine E-Commerce-Expertin und beschreib mir das Produkt mit Titel und Preis. Preis wird wahrscheinlich nicht stimmen, aber wird mir ein Gefühl geben, was ich vielleicht anwenden könnte. Titel, elegantes grünes Samtsofa mit Holzbeinen. Genau das, was auf dem Bild zu sehen ist. Beschreibung, Merkmale, hochwertiger Stoff. Stabilität, ergonomisches Design. Es analysiert das komplette Bild und gibt mir eine Produktbeschreibung, wo ich entweder alles oder Teile von verwenden kann.